Sali miteinander. Ich heiße Giselle. Ich bin 25. Ich habe ein Sternzeichen. Und im Aszendent bin ich dick. Meine Körpermasse sind 60, 90 und 120. Macht zusammengezählt. Viel. Mein Lieblingshobby ist vor dem Spiegel stehen. Gerade heute Morgen bin ich vor dem Spiegel gestanden und habe gefragt, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Und wisst ihr, was mir mein Spiegel gesagt hat? Geh mal auf die Seite, dann können wir jemanden sehen. Aber eigentlich heisse ich ja Froni. Meine Eltern haben mich nämlich während einer Opernvorstellung von Giuseppe Verdi, ist ein italienischer Opernkomponist, im Amphibietheater von Froni gezeugt. Der Papi hat gesagt, ich sei ein Pausenschuss. Und darum wahrscheinlich so eine Froni Natur. Er selber hat einen ganz lustigen Akzent, wenn er redet. Ja, die Leute wollen immer wissen, woher das er kommt. Und dann sage ich einmal zu den Beizus. Die Mami selber ist eine Chef-Erektionssekretärin. Da habe ich noch einen Bruder, der heisst Stief. Das hat der Stief und fest behauptet. Schafft ihm ein Heim als Psychopath. Und die haben den dort so gern, die haben den sicher schon 10 Jahre nicht mehr heimgelassen. Aber eigentlich sind wir ja alles eine Zirkusfamilie. Ja, wir sind alles Zirkusatheisten. Von vielen Herren Ländern kommen wir. Ja, wir sind in dem Sinne eine richtige inkontinente Familie. Mein Grossvater war zum Beispiel ein ganz weltberühmter Feuerschlucker. Und einmal hat er für uns Kind einen angeführten Kugelgrill geschluckt. Er hat ihm gerade die Hämorrhoiden frittiert. Und dann hat man ihn nicht mehr finden und jetzt schafft er wahrscheinlich bei Findus. Ich selber imprägniere mich ja sehr fürs Reisen. Ja, ich habe schon viele Tripper hinter mir. Oder weil Menschen, die viel Tripper machen, die haben ja viel weniger Vorhautteil. Oder auf jedem Vorhautteil, also auf jedem Tripper kannst du Vorhautteil abbeissen. Schneiden, meine ich. Schneiden tut nicht so weh wie beissen. Das habe ich mir jetzt gerade vorgestellt. Ja. Ich habe ja lange für das Rote Kreuz gearbeitet. Oder haben wir so ein Schemeli mit einem Loch dazwischen. Und dann musste ich da dran sitzen. Und dann kam ich mit zwei Bachsteinen. Ich so Tante von mir wollte wissen, ob das wehtut. Dann habe ich gesagt, du musst einfach die Däumen rausnehmen, oder? Das gehört nicht in den Text hinein, ist mir aber einfach eingefallen. Geil. So, ich glaube, ich habe Fieber. Wie gesagt, wenn man Tripper macht, oder? Das ist ja so. Also zum Beispiel in Thailand gibt es ja wahnsinnig viele gescheite Frauen, oder? Millionen von Prostituierten. Wahnsinn. Und was ich auch sehr gerne habe, ist ja, wie soll ich sagen, so ist, ja, also, es fällt mir gerade wieder ein, was ich gerne mache. Das Leben nach dem Tod fasziniert mich so, oder? Also die Rekanalisation. Oder wenn man einmal so auf dem Balkon sitzt und ins Universum raus schaut, da sieht man nicht nur Sterne, sondern auch Plantanen. Ganz die Risottenstrasse sieht man dort. Voll ein Fungi. Darum finde ich auch den Hundismus so faszinierend. Weil der Hundismus ist ja. Der Hundismus ist. Der kommt ja von Neumann. Oder sie hat wieder Geburt. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel würde sterben, muss nicht sein, aber kann passieren, dann wandert meine Seele ja in ein anderes Lebewesen hinein, zum Beispiel in einen Flügel. Nun frage ich mich, wie kommt jetzt meine grosse menschliche Seele in so ein kleines Flügel rein? Wie kommt jetzt das dort rein? Aber wahrscheinlich machen die ein PDF und schieben es einfach rein, oder?
Und das geht so lange, bis man die Erleuchtung hat und irgendwann kommst du so als Halogenzwetschge wieder auf die Welt, oder? Ja. Also so eine Sparbirne. Ja. Was ich auch sehr spannend finde, sind ja Rückführungen. Meine beste Freundin Jacqueline, die hat ja eine Rückführung gemacht, bis um einen Rückwärtsschauer. Und der hat ihr gesagt, dass sie in einem früheren Leben. Und die hat ihm richtig viel Geld gezahlt. Sie sei früher mal eine Hexe gewesen. Da habe ich gesagt, Jacqueline, das hätte ich dir auch so sagen können. Das Geld hättest du voll sparen können. Oder? Und dann hat der Rückführer gesagt, wenn man jetzt zum Beispiel Wallungen hat, dann ist man in einem früheren Leben einmal verbrannt worden. Oder wer zum Beispiel nicht gerne einen Rollkragenpullover trägt, der ist in einem früheren Leben mal gehängt worden. Hey, ganz ehrlich, da frage ich mich, was ist echt mit mir passiert? Ich habe wahnsinnig gerne Vögel. Hey, die haben mich wahrscheinlich zu Tod gepfiffen. Habt ihr eine andere Pointe erwartet, hä? Was meine Freundin Jacqueline auch noch gemacht hat, ist eine Schönheitstranspiration. Ich bin ein Schönheitstranspirateur. So eine Art Schneekugel, so ein Transpobu, zum Durchschauen. Wenn die Hollner kann noch mal runterfahren. Hey, und wenn sie schüttelt, dann schneit es voll. Macht ihre Freundin einmal ganz gickrig. Hat doch die von mir wissen, ob mein Freund auch so schreit, wenn er kommt. Und ich sage, nein, meine hat einen Schlüssel.